Hallo und einen schönen Sonntagmorgen. Auf vielfachen Wunsch eines Einzelnen halte ich heute mal wieder mein Black Check in die Kamera. Und dann nutze ich auch gerade die Gelegenheit, das Teil mal wieder etwas zu putzen. Dieses Messer, das befindet sich schon bestimmt 25 Jahre in meinem Besitz, habe ich damals bei Franconia gekauft. Und das ist so ein Messer, das immer bei mir in meinem Besitz bleiben wird. Ich habe das noch vor dem Paragraph 42a im Wald immer dabei gehabt. Es ist einfach ein ganz tolles und sehr gut verarbeitetes Messer. Erstmal zur Scheide, sie ist einfach gemacht, aber sie hat die letzten 25 Jahre ohne irgendwelche Blessuren überstanden. Wir haben eine große Gürtelschlaufe und die Scheide ist aus 3 mm dickem, 3,5 mm dickem Leder gefertigt. Sie ist einfach vernäht, aber sehr, sehr widerstandsfähig. Nun mal zum Messer. Das Messer, das Black Check 1 bis 7, ist stark angelehnt an das Rendell. Das dürfte ja jedem bekannt sein, das schon seit den 1940er Jahren ein ganz berühmtes Messer ist. Und Rendell ist mit diesem Messer auch bekannt geworden. Wir haben hier eine Kohlenstoffstahlklinge. Ich glaube, es ist A2 oder 51. 000, genau kann ich es nicht sagen. Wir haben einen balligen Anschliff, was mir persönlich sowieso sehr gut gefällt. Und wir haben eine langgezogene Swetch. Der Griff ist aus sehr dickem Leder gearbeitet. Man sieht schon Gebrauchsspuren dran, aber das bleibt da auch nicht aus. Ich mag Ledergriffe, die bleiben auch in nassem Zustand rutschsicher. Sie brauchen etwas Pflege, aber ansonsten liebe ich einfach diese warme Optik und auch den warmen Griff. Wir haben hier eine Möglichkeit, für in den Vorgriff zu gehen. Wir haben Reverse oder aber auch so rum die Möglichkeit. Wir haben hier oben eine schöne Mulde, wo der Zeigefinger einliegt, um zum Körper hinzuarbeiten, was natürlich nur für Geübte etwas ist. Aber es ist ein wirklich sehr taugliches und sehr scharfes Messer. Ich werde gleich mal gucken, ob ich das nochmal schärfen muss, aber ich glaube es nicht. Die Klingenstärke ist an der dicksten Stelle, und zwar hier hinten am Ricasso, 5,2 mm. Wir haben eine Messingparierstange. Und der Ledergriff ist hinten mit einem Alu-Knauf und einer Schraube fest verbunden. Wir haben Lanyard-Hole, was ich nicht brauche. Ein wirklich gelungenes Messer. Ich habe jetzt heute noch mal geguckt und ich habe dieses Messer in dieser Bauart mit dieser Parierstange im Internet nicht mehr gefunden. Das Messer habe ich, wie gesagt, vor ungefähr 25, können auch 26 Jahre gewesen sein. Da hatte Franconia Jagd die mal angeboten und da habe ich mir dieses hier gekauft. Es ist immer noch ein ganz tolles, tolles Messer. Die Klingenlänge beträgt hier 17,8 cm, was schon eine Ansage ist, aber es liegt leicht und führig in der Hand. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ding auch noch schneidet. Ich habe ja hier so dieses mistige Seil. Und da wollen wir doch mal gucken. Es geht immer noch. Es ist mir also scharf genug. Mit etwas Druck lässt sich da sehr gut mit arbeiten. Ich habe das auch heute noch manchmal dabei. Im Wald werde ich ja nicht kontrolliert. Und
es tut mir immer noch gute Dienste. Schneiden tut es auch, kann man nicht meckern. Ich glaube, ich habe mal hier noch ein Stück Holz rumliegen. Und da probieren wir kurz noch. Also das geht immer noch ins Holz wie der Teufel. Das ist einfach ein gelungenes Messer. Die Blackjack Messer werden ja heute, soweit ich weiß, von Bark River gefertigt und sind einfach tolle Schneidgeräte. Jo, das wäre es eigentlich schon gewesen. Mein Blackjack, 25 Jahre in meinem Besitz, immer noch ein tolles Messer. Es bekommt jetzt Patina, aber das ist bei einer Kohlenstoffstahlklinge normal. Aber es ist immer noch ein ganz tolles Werkzeug. Jo, das wäre es eigentlich gewesen. Kurz auf Wunsch mal wieder in die Kamera gehalten. Wer also ein Rändel vom Preis her nicht möchte oder auch die mehrjährige Wartezeit scheut, der ist bei diesem Messer ganz bestimmt gut aufgehoben. Es gibt die auch mit Mikada und ohne Verschraubung hinten, aber mir hat das einfach sehr gut gefallen. Es war auch damals, waren das die ersten Messer, die ich auf dem deutschen Markt von Blackjack gesehen habe. Und in der Zeit war das schon ein ganz, ganz tolles Messer und es ist heute immer noch. Jo, das wär's zu meinem Blackjack. Bis dann. Tschüss.